Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr glaubt. Wer wird am Ende Zweiter, wer wird Dritter und vor allem kann es der FC Ingolstadt noch auf Platz 15 und damit die direkte Rettung schaffen oder wird der SV Sandhausen das irgendwie über die Bühne bringen? Ansonsten gibt es ja auch noch ein paar Partien drumherum. Da geht es um nicht mehr so viel, da bin ich dann in der Konferenz auch nicht so häufig. Klar, wenn Tore fallen, dann schalten wir da natürlich drüber. Ansonsten gucken wir jetzt noch gemeinsam auf die Tabelle und dann kann es mit der Konferenz eigentlich auch schon losgehen. Ja, und da sehen wir links einmal die Partien, die anstehen. Eben schon angesprochen, der SC Paderborn auf Platz 2 mit einem Punkt Vorsprung auf Union Berlin. Das heißt, Paderborn kann mit einem Sieg in Dresden alles klar machen. Ein Unentschieden würde nur dann reichen, wenn Union Berlin selber nicht gewinnen sollte. Wenn Union Berlin gewinnt und Paderborn selber nur unentschieden spielt oder verliert, ist Union Berlin aufgestiegen. Aber ja, erstmal sollte Union Berlin gewinnen. Ansonsten müsste Paderborn 7-0 oder 8-0 wegen der mehr erzielten Tore sogar verlieren, sage ich jetzt mal. Aber da kann man nicht unbedingt von ausgehen. Ja, der HSV noch mit Minimalchancen, aber das kann man eigentlich nicht mal so sagen. 21 Tore an einem Spieltag aufzuholen, das ist ja einfach unmöglich, würde ich jetzt einfach mal sagen. Es sei denn, wir sind in irgendeiner geschobenen Liga und das hoffe ich jetzt einfach mal nicht, dass das die zweite Liga bestätigen kann. Fertig gelabert, noch nicht ganz. Wir gucken noch mal ganz nach unten auf Platz 15 und Platz 16. Da kann es sich noch zwischen Sandhausen und Ingolstadt entscheiden. Ingolstadt muss gewinnen und darauf hoffen, dass Sandhausen verliert. Oder wenn Sandhausen unentschieden spielt, müsste Ingolstadt mit 3 Toren Unterschied gewinnen. Dann würde es darauf ankommen, wie hoch Sandhausen unentschieden spielt. Naja, wir sind jetzt fertig mit Labern. Vermutlich haben das die meisten sowieso übersprungen. Los geht's jetzt mit der Konferenz. Vielen Dank fürs Reinschalten und ja, viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's. Und damit ein ganz herzliches Hallo zum 34. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga. Wir beginnen in Darmstadt. Hier ist der FC Erzgebirge Aue zu Gast. Diese Partie gab es im letzten Jahr schon am 34. Spieltag. Es spielte sich ein Drama ab. Aue wurde in die Relegation geschickt, konnte sich dann aber retten durch 3 Treffer von Sören Bertram, der mittlerweile übrigens im Kader der Darmstädter steht. Unten rechts haben Sie gerade noch gesehen, Bielefeld gegen Kiel. In diesen beiden Partien hier geht es um nichts mehr, deswegen liegt da nicht der Fokus drauf. Jetzt mal nach Magdeburg. Und auch hier wird der Fokus nicht so stark drauf gelegt werden. Der erste FC Köln ist zu Gast, also ein sicherer Absteiger gegen den sicheren Tabellenführer. Wenn es Tore gibt, melden wir uns jetzt nach Fürth. Eine weitere Partie, in der es nur noch darum geht, sich zu präsentieren. Fürth konnte sich zuletzt mit einem 1:1 gegen den FC Erzgebirge Aue in der Klasse halten. Der FC St. Pauli in der Rückrunde nicht mehr sonderlich gut drauf. Aber ja, wenn es Tore gibt, auch hier das Gleiche, gibt es ein Zeichen jetzt nach Hamburg. Denn hier gibt es ja zumindest noch die theoretische Chance für den HSV in die Relegation zu kommen. Aber 21 Tore an Differenz gilt es aufzuholen. Das ist auch gegen den designierten Absteiger aus Duisburg nicht möglich. Wir schauen auf die Aufstellung. Keine Fünferkette mehr wie zuletzt gegen den SC Paderborn. Ja, wir dürfen gespannt sein, wie sich hier die Fans präsentieren. Die Stimmung dürfte eigentlich da sein, aber ja, es geht eben wahrscheinlich um nichts mehr. Im Gegensatz zu dieser Begegnung, der VfL Bochum zwar als Gastgeber hier nicht mehr in der Lage, etwas oben zu erreichen, aber der Gast aus Berlin ist extrem sicher, dass am Ende die direkte Aufstiegsmöglichkeit besteht und diese möchten sie dann auch ergreifen. Dazu müssen sie hier auf jeden Fall gewinnen. Und der SC Paderborn müsste patzen. Apropos Paderborn, da schauen wir jetzt natürlich auch hin. Die sind in Dresden zu Gast. Und das ist eine schon sonderbare Situation für den SC Paderborn. Der Begriff Fahrstuhlmannschaft wurde für diese Mannschaft scheinbar erfunden. Die hangeln sich von Liga zu Liga und jetzt haben sie die Chance, wieder hochzugehen.
und das direkt. Mit einem Sieg können sie es aus eigener Kraft schaffen. Wir dürfen gespannt sein gegen Dynamo Dresden, schauen jetzt aber erstmal eine Station weiter in andere Tabellenregionen. Aus Heidenheimer Sicht stimmt das ja nicht so ganz, aber der Gast aus FC Ingolstadt, beziehungsweise der Gast aus Ingolstadt, nämlich der FC, der hat hier ja noch seine Hausaufgaben zu erledigen. Sie können es nicht aus eigener Kraft schaffen, den direkten Klassenerhalt. Dazu muss Sandhausen parallel mitspielen gegen Regensburg. Aber die Schanzer wollen gewinnen, unter Oral in den letzten Wochen richtig gut drauf. Und jetzt schauen wir eben zur Konkurrenz. Sandhausen ebenfalls mit einem Auswärtsspiel belegt in Regensburg. Und da geht es dann auch gleich los. Für die Sandhäuser spricht einiges, zumindest schon mal die Punkteausbeute, denn sie haben zwei mehr. Das heißt, ein Sieg würde ganz klare Sicherheit geben. Bei einem Unentschieden müssen sie aufpassen, dass der FC Ingolstadt nicht mit drei Toren Unterschied gewinnt. Ansonsten würden die Ingolstädter vorbeiziehen, es sei denn, es gäbe hier ein sehr hohes Unentschieden. Aber das ist dann alles nur noch spekulativ. Wir wollen drauf schauen. Die Regensburger in den roten Trikots konnten am letzten Wochenende 5:3 gegen den 1. FC Köln überzeugen. Jetzt gegen Sandhausen wollen sie auch ihre Pflicht erledigen. Tor in Dresden! Das letzte Heimspiel von Achim Bayerlorza erfolgreich gestalten. Jetzt geht's nach Dresden, da sind's andere Tabellenregionen. 1:0 für Dresden, unglaublich! Der SC Paderborn gerät hier ziemlich früh in Rückstand. Schauen wir drauf. Schöner Treffer, fantastischer Treffer. Kone nach Sperre zurückgekehrt, legt einmal rüber. Und dann sitzt der Ball aber auch haargenau von Lukas Röser, der heute in der Doppelspitze mit Kone eben agiert. Für den SC Paderborn ist noch nichts passiert, weil Union Berlin eben nicht führt gegen den VfL Bochum. Das Torverhältnis spricht für die Paderborner, sehen wir jetzt auch hier, aber es wird knapper. Sollte Union Berlin jetzt einen Treffer erzielen, dann würde sich das Blatt dort unten wenden. Paderborn versucht jetzt aber über Kai Pröger gleich nach vorne zu spielen. Daraus wird nichts. Und dann wollen wir doch mal die Berliner anschauen. Und der VfL Bochum möchte sich hier auch nochmal positiv verabschieden aus der Saison. War ja extrem durchwachsen. Ziemliche Ups und Downs. Und gegen Union Berlin möchte man sich dann eben nochmal präsentieren. Jules mit dem starken Ball auf Joshua Mees und der haut dann auch drauf. Starke Chance, aber auch gute Parade von Manuel Riemann. Da ist er schnell genug unten aus Spitzenwinkel. Wuchtet Mees den Ball ins linke untere Eck, aber Riemann hat eben aufgepasst und faustet den Fisch den daraus. Eckstoß aber für Union Berlin von der linken Seite, die Möglichkeit zum Führungstreffer. In der Mitte ist dann aber erstmal Fabian zur Stelle, auch wenn die Kopfballstärke bei Eisern Union nicht zu verleugnen ist. Das war in dieser Szene hier noch nicht ausschlaggebend. Robert Jule wieder zu Andersson, heute in der Doppelspitze mit Sebastian Polter aufgestellt. Und das sind Riesenmöglichkeiten hier zu Beginn dieser Partie. Und da muss vielleicht so einer auch mal sitzen, um Druck auch parallel aufzubauen für den SC Paderborn. Dann werden die Beine eventuell nochmal etwas schwerer, auch wenn man nicht mehr viel eigentlich zu verlieren hat, sagt zumindest Baumgart. Sie können nur gewinnen. Jetzt nach Magdeburg, da ist ein Tor gefallen. Für die Gäste Simon Terodde mit dem 1:0 in der 13. Spielminute, der erste FC Magdeburg. Ja, wird sich verabschieden aus dieser Liga. Über rechts schön gespielt, dann in die Mitte gelegt. Simon Terodde hat zu viel Platz, setzt den Ball mit der rechten Innenseite, dann überlegt rechts rein. Loria nach Verletzung zuletzt wieder mit der Rückkehr, aber konnte auch bei der Niederlage gegen Union nichts machen. Ist auch hier ohne eine Chance. Also, hier steht es 1:0 für die Gäste. Wir melden uns, wenn was passiert, jetzt mal in den Volkspark. Da bestehen ja zumindest noch Minimalchancen. Ja, aber so richtig
kann man da eigentlich nicht dran glauben, denn das wäre wirklich unbeschreiblich, wenn da 21 Tore aufgeholt werden sollten. Das geht einfach nicht. Kevin Wolze hier gegen Van Drongelen bleibt auf den Beinen. Jetzt mit Giau über die linke Seite. Kevin Wolze versucht den Flankenball reinzubringen. Janicic ist aber dazwischen. Ein bisschen gedrückt ist die Stimmung schon. Das ist das Duell der Enttäuschten. Der HSV wird nicht aufsteigen. Der MSV steigt sogar ab. Der Super-GAU für beide Parteien, die hier dran beteiligt sind. Eckball von der linken Seite von Wolze in den Rückraum getreten zu Albutat. Das Giau dann entsteht aber nicht wirklich ein Abschluss. Der HSV erstmal in der Defensive versiert. Wenn man hier noch verlieren sollte, das wäre wirklich eine Katastrophe und wäre dann auch eventuell kein gutes Omen für die neue Saison. Aber es müssen große Veränderungen her. Das sieht jeder so. Das sieht der neutrale Beobachter als auch der heißblütigste Fan. Albutat nochmal mit dem Abschluss. Paulas bei Kelt den Ball. Und jetzt wollen wir in den Tabellenkeller schauen, wo es noch spannend ist. Ingolstadt seit Wochen überragend drauf, kommt jetzt auch gerade wieder in die Spitze über Dario Lescano auch zum Führungstreffer. 20. Minute. Der erste FC Heidenheim lässt sich auskontern im eigenen Stadion. Kutschke und Lescano. Gute Kombination da vorne. Und das baut den Druck auf Sandhausen auf. Schauen wir uns das an. Lescano läuft da seinem Verteidiger davon. Kutschke spitzelt ihn einfach durch. Das ist Teuerkauf, der da nicht hinterherkommt. Manon Busch ist auch zu spät dran. Und somit führen hier die Gäste. Und dann schauen wir eben mal auf die Tabelle. 38 Punkte auf beiden Seiten. 2 Tore jetzt für Ingolstadt. Und sie würden es aus eigener Kraft quasi schaffen, weil Sandhausen nicht über das Unentschieden gerade gegen Regensburg hinauskommt. Das ist Tor in Bochum. Ziemlich eng. Und jetzt schauen wir nach Bochum. Sollte Union getroffen haben, wären die auf Platz 2. Ist aber erstmal nicht so, weil Thomas Eisfeld was dagegen hat. 21. Spielminute, 1:0 für die Gastgeber. Der VfL Bochum spuckt Union Berlin so ein bisschen in die Aufstiegssuppe. Das geht auch durch die Mitte ein bisschen zu einfach. Einmal schnell durchgespielt, dann ist Eisfeld da. Trimmel enteilt. Das ist kein wuchtiger Schuss, der ist sogar leicht angelupft und fliegt dann ins linke Eck rein. Wir hatten auf der anderen Seite gesehen, was Union Berlin für dicke Möglichkeiten hatte in der Anfangsphase. Die konnten sie aber nicht verwerten und so werden sie dafür jetzt bestraft in dieser Szene. Thomas Eisfeld macht das Ding rein und so würde Union Berlin in die Relegation gehen gegen den VfB Stuttgart. Wie können sie damit jetzt umgehen? Eine, ja, auf die Defensive sehr spezialisierte Mannschaft, aber dann kommt auch nach vorne immer mal wieder was. Jetzt Joshua Mees mit der Flanke, aber Bella Kotschap ist dazwischen, nochmal die Flanke, wieder Bella Kotschap, das macht er stark. Mees nochmal mit der Flanke. Klar werden da Polter und Andersson gesucht, aber bislang noch nicht gefunden und wir springen wieder nach Magdeburg. 0:2, Doppelpack für Simon Terodde. Über die linke Seite geht das Ganze hier vonstatten. Jonas Hector mit der Flanke. Dann steht da Simon Terodde am ersten Pfosten bereit und kann den Fuß hinhalten und lässt Loria alt aussehen aus dieser kurzen Distanz, aber da ist ihm einfach kein Vorwurf zu machen. Das hätte über die linke Seite schon verhindert werden müssen. Und dann ist Simon Terodde einfach einer mit Killerinstinkt, der diese Dinger dann auch reinmacht. Doppelpack, Terodde nach 27 Minuten steht es hier 0:2 und vermutlich ist das sogar schon die Entscheidung. Magdeburg hätte sich gerne nochmal mit einem guten Resultat aus der Liga verabschiedet. Stand jetzt sieht es nach einer Niederlage aus. Ab nach Fürth. Julian Green mit dem 1:0 für die Spielvereinigung Greuther Fürth in der 29. Spielminute. Der FC St. Pauli bestätigt seine durchwachsene Rückrunde. Nach einem Eckstoß ist es passiert. Von der linken Seite erst noch der Pfostenkopfball
Und dann, ja, Himmelmann, sieht da ziemlich alt aus. Julian Green auch nicht als Kopfballungeheuer bekannt. Der ist auch schon durchaus gefährlich gesetzt, aber trotzdem hat Himmelmann da genug Zeit zu reagieren, schafft er nicht und somit die nicht unverdiente Führung für die Kleeblätter. Also, hier steht's 1-0. Wir schalten eine Station weiter nach Dresden. Wo Paderborn seit der dritten Minute diesem Rückstand hinterherläuft und froh sein kann, dass Union Berlin auch zurückliegt. Jetzt kommt wieder Dynamo Dresden. Kreuzer über die rechte Seite, findet aber keine Anspielstation und verliert den Ball dann an Collins. Der SC Paderborn konnte sich einmal kurz schütteln, dann akklimatisieren und ist mittlerweile richtig gut in der Partie drin und hat dann auch gefährliche Gegenstöße. Jasula mit dem angelupften Ball zu Kai Pröger. Starke Ballmitnahme! Aber Wiegers pariert. Nicht schlecht und über solche Bälle kann es einfach nur zum Erfolg kommen. Starke Tat auch von Wiegers. Gute Reaktion. Der wäre sonst im kurzen Eck eingeschlagen. Aber auch von Kai Pröger extrem gute Ballmitnahme. Es wurde nur nicht belohnt. Der Eckstoß danach von Clement reingetreten. Da kommt Hünemeier auch zum Kopfball. Aber den kriegt er nicht aufs Tor gedrückt und somit keine wirkliche Gefahr. Aber sie kommen immer wieder zu Abschlusssituationen und das ist der Weg, der gegangen werden muss, um erfolgreich zu werden. Sie wollen es natürlich aus eigener Kraft schaffen. Nicht am Ende zittern müssen, dass Union Berlin ebenfalls verliert oder zumindest nur einen Punkt holt. Und das ist eben ein Szenario, das man vermeiden möchte. Sie haben noch genug Zeit. 10 Minuten sind es noch. Tor an Regensburg. Pfiff. Und jetzt schauen wir nach Regensburg. Da ist es ja auf andere Art und Weise noch spannend. Der SSV Jahn Regensburg rettet Stand jetzt die Ingolstädter. Sandhausen müsste in die Relegation. Flanke von der rechten Seite. Und in der Mitte verliert Jesper Verlaat das Kopfballduell. Das darf so natürlich nicht passieren. Da stellt er sich im Zweikampf äußerst schülermäßig an. Und klar, Maximilian Thalhammer nicht als Kopfballungeheuer bekannt. Trotzdem, wenn er da so frei zum Kopfstoß kommt, dann nimmt da dieses Angebot gerne an. Jetzt schauen wir auf die Tabelle. Sandhausen rutscht runter. Einen Punkt bräuchten sie hier schon. Mindestens. Und dann müssen sie sich darauf verlassen, dass Ingolstadt nicht noch nachlegt. Aber der SV Sandhausen spielt zurückhaltend und nervös. Jetzt aber mal die Möglichkeit. Andrew Wooten an die Latte. Szene noch nicht geklärt. Behrens. Und Philipp Pentke hält das Ding. 41. Spielminute. Super Doppelchance für die Sandhäuser. Tor in Darmstadt. Und das hätte es jetzt sein können. Schauen wir nach Darmstadt. Da ist der erste Treffer gefallen. Eins zu 0 für die Lilien. Tor in Magdeburg. Yannick Stark macht das Ganze. Wir gucken uns das an. Geben dann gleich nach Magdeburg. Flanke bzw. Ecke von der rechten Seite. Und Stark, wie er da hochsteigt. Ist richtig gut. Ist davon drei Gegenspielern belagert. Ioa und Wydra kommen da aber nicht ins Kopfballduell. Und somit steht es 1-0 für Darmstadt. Ab nach Magdeburg. Nehmen wir einmal kurz den Treffer mit. 0-3. Für Magdeburg sieht es jetzt richtig bitter aus. Das ist Louis Schaub heute mal in der Startaufstellung dabei. Noch Tor in Bochum. Fuß dran, Loria, und jetzt gucken wir nach Bochum. Union erhöht den Druck auf den SC Paderborn. 1-1 in der 40. Spielminute und das ist ein ganz wichtiges Tor, so knapp vor der Pause. Einwurf von der linken Seite und dann geht schnell ins Zentrum. Dieser Ball ist natürlich überragend gespielt. Und dann ist da Grisha Prömel, der den Ball unten links reinspielt. An Riemann vorbei, der nicht mehr reagieren kann. Und dadurch spitzt sich die Szenerie am
dritten oder zweiten Tabellenrang wieder zu. Schauen wir gleich einmal kurz auf die Tabelle, aber das ist ja ein perfekter Zeitpunkt wirklich zum Treffen. Da sehen wir es. Punktgleich jetzt. Und Union braucht wieder nur noch einen Treffer. Muss aber aufpassen, dass Bochum nicht noch vor der Pause zurückschlägt. Die sind gewillt, wieder nach vorne zu spielen. Tom Weiland, aber Reichel erstmal dazwischen. Trotzdem weiter in den Ballbesitz. Die Bochumer. Hoogland mit der Flanke. Hübner kann ihn aber erstmal rausköpfen. Bochum bleibt dran. Anthony Lozier. Toren Pantovic. Giekiewicz hält und dann nach Fürth, glaube ich. Das 2:0 für die Gastgeber. David Atanga macht's. Eine Kontersituation. Da schaltet der FC St. Pauli zu spät wieder in den Rückwärtsgang. Und muss dann hinterher schauen, wie Atanga diesen Ball stark unten links verwandelt. Himmelmann erreicht den Ball nicht mehr. Der ist zu straff und zu platziert geschossen. Wieder eine echt mittelmäßige Partie der Braun-Weißen. Die absolut verdiente Führung für Greuther Fürth. Wir gucken aber nochmal dahin, wo es spannend ist, nämlich nach Dresden. Möglichkeit gerade nochmal für den SC Paderborn. Die sind hier wirklich dran, aber Wiegers macht einen richtig guten Job. Das zeigt er hier schon zum wiederholten Male, dass er Schubert durchaus gut vertreten kann. Vielleicht ja dann die neue Nummer 1 im nächsten Jahr. Eckball von der rechten Seite. Clement, der kann die gefährlich reinbringen. Jasula mit dem Kopfball, aber wieder Wiegers. Wir haben hier 3 Minuten Nachspielzeit. Gab eine kleine Verletzungspause, aber alles gut. Können alle wieder mitmachen. Jasula gewinnt nochmal das Kopfballduell. Kai Pröger mit einer schönen Körpertäuschung zieht in den Strafraum fast ein. Clement mit dem Ausgleich. Der SC Paderborn zieht wieder mit Union Berlin gleich, was die Resultate von heute angehen, und zieht auf einen Punkt davon. Kai Pröger, starke Aktion, legt ihn nochmal zurück, und Philipp Clement zieht aus 16 Meter mit seinem starken linken Fuß ab und haut den Ball oben rechts rein. Und wenn man schon sagt, dass der Treffer von Union Berlin zum guten Zeitpunkt kommt, dann kommt der hier zum perfekten. Es dürfte gerade noch angepfiffen werden und dann ist aber auch Schluss. Ärgerlich für Dresden, aber das hatte sich schon lange angekündigt. Dieses 1:1 ist auch absolut verdient. Und Paderborn hätte eigentlich auch schon führen können. Jetzt ist hier Pause in den anderen 8 Stadien. Wurde schon etwas länger zum Pausentee gebeten. Und dann sind wir auf den zweiten Durchgang gespannt. Oben hat sich noch nicht so viel bewegt, zumindest was die Tabellenordnung angeht. Im Keller schon, und deswegen schauen wir jetzt in den 15 Minuten einmal kurz auf die Tabelle. Vor allem, was sich unten getan hat, um Platz 15 und 16. Ja, Stand jetzt würde da der FC Ingolstadt tatsächlich den direkten Klassenerhalt schaffen können, weil der SV Sandhausen gegen Regensburg mit 1:0 hinten liegt und die Schanzer selber in Heidenheim mit 1:0 führen. Ansonsten, der SC Paderborn hatte gerade noch ausgleichen können, ebenso wie Union Berlin kurz vor der Pause mit dem 1:1 gegen den VfL Bochum. Ansonsten, der HSV scheint nicht knapp davor zu sein, 21 Tore aufzuholen, aber ja, kommt bislang zumindest auch nicht über ein 0:0 gegen den Meidericher SV aus Duisburg durch. Wenn es euch gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo natürlich freuen. Ansonsten will ich gar nicht mehr länger rumlabern. Jetzt geht's weiter mit der zweiten Halbzeit. Viel Spaß und danke fürs Reinschalten. Zurück in der Konferenz. Wir starten in Regensburg, wo der SV Sandhausen jetzt abliefern muss. 1:0 hinten liegt und Tabellenplatz 16 belegt. Das würde dann Relegation gegen Wien Wiesbaden bedeuten. Und die Wiesbadener sind richtig gut drauf in dieser Saison. Vor allem offensiv extrem stark. Erste Chance hier. Sie sind auf jeden Fall gewillt, nach vorne zu spielen. Nächste Möglichkeit. Andrew Wooten auf das Gehäuse von Philipp Pentke. Aber der hatte bislang mit den Schüssen, vor allem von ihm hier, Andrew Wooten, nicht die größten Probleme, das alles zu bereinigen. Und so steht es hier folgerichtig 1:0. Der SSV Jahn macht nochmal eine richtig gute Partie. Und jetzt gucken wir nach Bochum.
Der VfL Bochum geht wieder in Führung und Union Berlin ärgert sich. Das ist nicht das, was man sich vorgenommen hatte für den zweiten Durchgang. Lukas Hinterseer hat da zu viel Platz bekommen von Thomas Eisfeld, den Ball, der hatte das erste ja selbst erzielt. Das hier legt er jetzt auf. Ein schöner Rechtsschuss, rechts reingeschlänzt. Nichts zu halten für Gikiewicz. Hier steht 2-1. Wie geht Paderborn damit um? Man wird das zur Kenntnis nehmen. Trotzdem darf man sich da nicht verlassen, was parallel auf den Plätzen passiert. Hier selber noch ein Nachlegen und dann ist erstmal einiges im Besseren. Kai Pröger legt in die Mitte zu. Sebastian Vasiliadis, der hatte 2 Tore erzielt gegen den HSV beim so wichtigen 4-1 am letzten Sonntag. Der Ball hier ist aber etwas zu steil und Wiegers fängt den ab, schießt aber direkt den Abschuss in die Füße der Paderborner. Marlon Ritter gerade zur Pause gekommen im Zusammenspiel eben mit jenem Vasiliadis. Sven Michel und da ist das Tor von Clement bedient. 53. Minute, der SC Paderborn geradezu auf dem Weg in die erste Fußball-Bundesliga. Und das aus eigener Kraft, das ist so wichtig. Dresden bekommt gar keinen Zugriff und dass Michel abschlussstark ist, sollte auch niemanden mehr überraschen. Und aus 15, 16 Metern setzt er ihn rechts rein. Für Wiegers ist da mal gar nicht zu halten. Besser kann es nicht laufen für die Ostwestfalen. Selber in Führung, Union liegt hinten. Und Kai Pröger darf sich jetzt das Ganze von außen anschauen. Gucken wir gleich mal auf die Tabelle, was das dann bedeutet. Das sind 4 Punkte Unterschied, eine Tordifferenz von 9 trennt jetzt beide Mannschaften, aber man kennt auch Steffen Baumgart, der wird sich darauf nicht ausruhen. Bloß nicht mauern, dann kann es eigentlich nur schief gehen. Übrigens Bernhard Tepetal reingekommen für den gerade gesehenen Kai Pröger, der runtergegangen ist. Eine Chance für Dresden, sie versuchen es, sie bemühen sich, aber es langt bislang noch nicht mit dem Glück und Paderborn hat auch die Mehrzahl an Chancen. Hartmann, Röser, die Flanke von Kreuzer auf den zweiten Pfosten. Möschel gegen Zingerle, der mit Glück an den Tor Pfosten Regensburg. Nochmal Zingerle. Was für eine Doppelchance. Und jetzt nach Regensburg. Der SV Sandhausen kommt hier gar nicht mehr klar. Keine Stunde gespielt und sie wirken erstmal unten durch. Flanke von der rechten Seite und das geht dann auch wieder viel zu einfach. Sagis Adamian, der den Verein in Richtung Hoffenheim verlassen wird, macht das Ding rein. 2-0 hier, aber in Heidenheim kann es sich ja dann doch wieder wenden, das ganze Blatt. Das tut es, 59. Minute. 1-1, Robert Andrich mit dem Ausgleich, die Schanzer sind vollkommen bedient, Glatzel kommt erst nicht durch, aber Dorsch setzt nach, Robert Andrich setzt natürlich nach, haben eine gleiche Frisur oder eine ähnliche, Schauner ohne Chance gegen diesen wuchtigen Linksschuss aus kurzer Distanz, kommt dann nicht mehr an den Ball und Robert Andrich hält jetzt erstmal Sandhausen in der Liga, das hätte vermutlich auch keiner mehr für so möglich gehalten. Es ist jetzt aber der Fall. Und Ingolstadt muss liefern. Wir schauen auf die Tabelle. Ein Punkt hinter Sandhausen. Das würde sie nicht unbedingt so ganz zufriedenstellen. Auch wenn es trotzdem Elfmeter in Hamburg der Saison Erfolg wäre. Jetzt schauen wir mal nach Hamburg auf den Strafstoß. Plumpes Foul der Duisburger und Elfmeter für den HSV gibt auch noch die gelbe Karte für Lukas Fröde, der heute auf der rechten Verteidigungsposition aufläuft. Bohmheuer fehlt ja gesperrt, der Unglücksrabe vom Spiel gegen Heidenheim zuletzt gewesen. Und jetzt kommt Oliveira Sousa noch rein. Die Möglichkeit für Pierre-Michel Lazoga. Verabschiedet er sich mit einem Tor, er tut es. 62. Minute bleibt gegen Felix Wiedwald eiskalt.
und netzt ein. Er wird in der zweiten Liga nicht bezahlbar sein, der Pierre-Michel Lasogga. Aber er hat auch einiges für diesen Verein getan. Lässt hier Felix Wiedwald alt aussehen, der auf die Mitte spekuliert. Man hat ja in den letzten Wochen einiges an kuriosen Elfmetern sehen können. Aber Lasogga entscheidet sich für eine Ecke und Wiedwald schaut dann etwas unglaublich drein. Immerhin dann doch vielleicht der versöhnliche Abschied aus der Saison, wenn man das überhaupt so sagen kann. Das ist für den HSV in der Situation vermutlich einfach nicht möglich. Versöhnlich wäre es nur mit dem Aufstieg gewesen. Und der MSV Duisburg wird sich ja verabschieden in die dritte Liga, auch schon am Anfang kurz erwähnt. Dennoch spielen die Gäste hier von Lieberknecht sehr positiv nach vorne, aber es soll auch nicht so viel gelingen. Da ist die Qualität dann vielleicht doch nicht da. Wir wechseln nochmal. Mal nach Bielefeld, wo wir, meine ich, in der Konferenz noch gar nicht waren. Wir waren kurz davor, mal zu schreien, weil Holstein Kiel gute Möglichkeiten hatte, das 1:0 zu erzielen für die Gäste. Aber Stefan Ortega hatte Glück in den beiden Situationen, dass der nicht einschlug. 65 Minuten hier von der Uhr. Eine Saison, mit der eigentlich beide wieder zufrieden sein können. Wird ja vermutlich auch für Tim Walter das letzte Spiel sein für Holstein Kiel als Trainer. Geht vermutlich in Richtung Liga 1. Und Bielefeld, die stehen im Mittelfeld, wollen dann vielleicht nächste Saison nochmal angreifen. Vogelsammer kann mit dieser Flanke hier nicht umgehen. Die Fans sind trotzdem zufrieden. 3:0 gegen Sandhausen gewonnen. Zuletzt schauen wir nochmal auf eine Chance von Vandenberg. Mit der sind wir auch gestartet in die Einstellung. Also Bielefeld in den letzten beiden Spielen erfolgreich gewesen. Wir schauen jetzt aber eine Station weiter nach Heidenheim. Wo wir ja wissen, dass Ingolstadt kommen muss, weil ein Punkt hier nicht reichen würde. Es gab gerade die Mega-Chance, aber Kevin Müller stand bereit zwischen den Pfosten im kurzen Eck und holte den da mit seinem Fuß noch raus. Eckball von Kittel. Griesbeck macht selber heiß. Müller passt auf. Griesbeck jetzt erstmal raus. Aber Heidenheim bleibt im 16er stehen. Kittel legt nochmal raus zu Paulo Ottavio. Die Flanke von Teuerkauf. Pledel! Und der war nicht drin. Teuerkauf nochmal raus. Kutschke und Tor! 2:1 für Ingolstadt. Die 71. Spielminute bringt jetzt wieder die Schanzer mit Sicherheit in Liga 2. Die Heidenheimer sind komplett bedient. Was war das für eine Szene? Aber der Ball hier von Pledel an die Latte, auf die Linie, der muss natürlich schon sitzen. Teuerkauf legt nochmal auf mit dem Kopf für Stefan Kutschke. Das ist ja nicht zu fassen. Und dann fällt der da hinten ins lange Eck rein. Der FC Ingolstadt geht wieder in Führung und Thomas Oral, der schon einst den FSV Frankfurt nur am 34. Spieltag übernahm und rettete, scheint jetzt wieder der Richtige gewesen zu sein. Da sehen wir die Tabelle, aber ich glaube in Magdeburg ist noch ein Treffer gefallen, den wollen wir uns dann auch noch schnell abholen. Nee, in Darmstadt ist ein Tor gefallen. Und zwar der Ausgleich für den FC Erzgebirge Aue. Emmanuel Joa gegen Heuer Fernandes. Aha, da haben wir jetzt das Tor in Köln. Da war das Gefühl wohl schon da. Ja, hier steht es jetzt 1:1 nach Köln. Nach Magdeburg, um genau zu sein, aber für Köln. 0:4, eine Viertelstunde vor dem Ende. Und ja, wenn man sagt aus Magdeburger Sicht, man hatte vor dem Spiel eigentlich nichts mehr zu verlieren, aber 0:4 ist dann auch irgendwann nicht mehr schön zu reden, auch wenn es der Tabellenführer ist, der hier befreit aufspielen kann. Der hatte am letzten Wochenende vermutlich eine ziemlich kräftezehrende Aufstiegs- und Meisterschaftsfeier. Und dann spielen die hier so auf. Marcel Risse mit dem vierten Streich für die Geißböcke. Und Magdeburg verabschiedet sich wohl mit einer Packung aus der Liga. Nicht so schön, aber
das zeigt dann vielleicht auf, wie die Argumente verteilt sind in dieser Liga, wie die Qualitäten für die Mannschaften sprechen, wo sie dann auch im Endeffekt stehen, und das ist dann vielleicht auch richtig, und das erkennt auch Thorn Bielefeld, der erste FC Magdeburg. Jetzt schauen wir mal nach Bielefeld, der erste Treffer dort in der Partie. Bielefeld geht mit 1:0 in Führung, 10 Minuten vor dem Ende. Reinhold Jabo feiert seinen Treffer gegen Holstein Kiel in der 81. Spielminute. Auch die Bielefelder freuen sich. Nochmal ein sehr schöner Saisonabschluss. Die Flanke über die rechte Seite und dann diese Direktabnahme. Richtig gut gemacht, und Fabian Klos ist es mit der Flanke wohl gewesen. Super Schuss. Dominik Reimann ohne eine Chance, den abzuwehren. So kann man es durchaus mal machen aus Bielefelder Sicht. Für Kiel ist das ärgerlich, schmerzhaft, aber Tor an Magdeburg auch verkraften können. Nochmal nach Magdeburg. Immerhin jetzt der Ehrentreffer. 1:4 für den ersten FC Magdeburg trifft Steven Leverenz ins kurze Eck. Tor in Regensburg. Sieht nicht so gut aus. Und jetzt nach Regensburg. Die Sandhäuser haben sich spät entschieden, doch nochmal in diese Partie einzusteigen. Und damit die Möglichkeit, doch noch in der Liga zu bleiben, ohne Relegation spielen zu müssen. Jetzt fehlt hier nur noch ein Treffer und Ingolstadt müsste wieder gegen Wien-Wiesbaden ran. Pentke ohne Chance. Und Nemedin Duckfuß, noch nicht so lange auf dem Feld. Der hat die Chance. 2:1, also 9 Minuten noch regulär auf der Uhr. Schauen wir, ob sich daraus noch was entwickelt. Wäre ja sicherlich für die Nerven und den Arbeitsvertrag von Uwe Koschinat nicht das Schlechteste. Grüttner mit der Flanke. Es könnte aber genauso gut jetzt auch schnell vorbei sein. Tor in Magdeburg. Nochmal Magdeburg, ja, also in die MDCC-Arena, los geht's. Ja, aus dem Ehrentreffer wird dann schnell wieder nur, ja, ein kleines, ganz, ganz kleines Feuer, weil Johannes Geist das 5:1 erzielt. Magdeburg läuft da hinten rum wie eine, ja, Schülermannschaft. Man möchte es nicht so böse ausdrücken. Man kann es ja auch verstehen. Man hat Verständnis für die Situation, dass da nicht mehr so viel Freude aufkommt im Spiel in der Defensive. Aber so steht es jetzt 1:5. Wir gehen wohin, wo es spannender ist. Der erste FC Union Berlin hat vermutlich dann 2 Extraspiele gegen den VfB Stuttgart, weil Paderborn nicht zu patzen scheint und sie selber hier gegen Bochum nicht zum Dreier kommen. Dem VfL kann man nur das Kompliment machen, sich richtig gut engagiert zu haben. Es geht ja auch eben um die Ehre. Trimmel mit dem Ball nochmal in die Spitze. Andersson aber vor Riemann. Super Tat von Manuel Riemann in Tor in Dresden! Und jetzt der Treffer in Dresden. Könnte dann vielleicht schon das Finish sein. Das ist es. Philipp Clement schießt den SC Paderborn in Liga 1. 85. Spielminute. 3:1 für den SC Paderborn. Dresden hinten jetzt offener. Und Clement, dass der einen edlen linken Fuß hat. Das beweist er immer wieder. Und so auch hier Wiegers gegen den wuchtigen Schuss. Ohne Chance. Im Aufstiegsrennen scheint sich alles geklärt zu haben. Paderborn Zweiter, Union Dritter. Aber Sandhausen braucht ja nur noch ein Tor gegen Regensburg. Und da schauen wir jetzt auch hin. Sie sind auch dran, aber Regensburg immer wieder mit Möglichkeiten. Dann setzen sie sich vorne fest. Abseitssituation jetzt. Tim Knipping kommt für Jesper Verlaat. Vielleicht nochmal ein weiterer großgewachsener. Verlaat hatte sich etwas vertreten. Also der vielleicht dann auch nicht mehr ganz was für die Spitze. Wo man ja vielleicht auch mal in Zweikämpfe gehen müsste. Da ist Knipping
wohl der Richtige für. Aber sie kommen aktuell nicht nach vorne, die Gäste. Jan George raus zu Grüttner. Wieder Jan George. Senga aber dazwischen und Lead Paccarada über die linke Seite. Jetzt muss der lange Ball mal herhalten. Gislason kriegt den zweiten Ball, aber nach Rainer fängt ihn dann wiederum ab. So sieht es hier weitestgehend aus und dann ist hier auch gleich eigentlich Schluss. Niedfeld legt nochmal zu Andreas Geipel, der geht aber ein bisschen in Richtung Eckfahne, dann nochmal Niedfeld mit der Flanke, Schuhn fängt den Ball ab. Und in Heidenheim ist Schluss und hier jetzt auch, das heißt, Sandhausen muss in die Relegation. Herzlichen Glückwunsch an den FC Ingolstadt, der sich mit einem wahnsinnigen Endspurt doch noch in der Liga gehalten hat. Jetzt nochmal nach Dresden. Letzte Minute der Nachspielzeit läuft. Atilgan gegen Schonlau kommt nicht durch. Dann nochmal Kreuzer und Atilgan Zingerle hält. Nochmal Kone ans Aluminium. Was für eine Szene. Und jetzt ist es vollbracht. Der SC Paderborn steigt zum zweiten Mal in die Bundesliga auf. Der Jubel ist noch zurückhaltend. Man wird in Paderborn dann freudig empfangen von den Fans, die dort zurückgeblieben sind. Und jetzt können sie dann wirklich den Freudensprung endgültig vollziehen. Steffen Baumgart hat Überragendes vollbracht mit dieser Mannschaft. Vollkommen verdient steigt Paderborn auf in die zweite Liga. Das war's aus der Konferenz. Bleiben Sie am Ball. Schauen wir auf die Treffer der Konferenz. Da war es in Bielefeld nur ein einziger Ball im Netz. Der saß Reinhold Jabo in der 81. Spielminute mit einer schönen Direktabnahme. Ließ da Reimann aus kurzer Distanz keine Chance. Und so gewinnt der Deutsche Sportclub diese Partie mit 1:0 gegen Holstein Kiel. Der SV Darmstadt ging durch Yannick Stark in der 38. Minute mit 1:0 in Führung. Da setzt er sich gut im Kopfballduell gegen Iowa und Wydra, unter anderem durch Lestern Jendrusch, dem Männelvertreter im Tor der Erzgebirgler. Keine Chance. Der Ausgleich kam dann aber auch noch in der 71. Emanuel Joa zum Schlusspunkt in dieser Partie. Schiedlich friedlich im Gegensatz zum letzten Jahr, wo es hier noch um den Klassenerhalt ging, trennen sich hier beide Teams verdientermaßen mit 1:1. Der erste FC Magdeburg empfing zum Abschied aus der zweiten Liga nochmal den Meister aus Köln und musste ordentlich zu spüren bekommen, warum denn nun der erste FC Köln an der Tabellenspitze steht. Simon Terodde mit dem 1:0 in der Frühphase der Partie, dann kurz vor der halben Stunde Marke hier Simon Terodde in der 27. mit dem 2:0 für die Gäste, hält dann nach einer Flanke von Hector nur noch den linken Fuß hin und überlistet so Loria im Tor der Magdeburger im ersten Durchgang noch. Luis Schaub mit dem 0:3 in der 38. Minute. Da konnten einem dann die Magdeburger schon irgendwann leid tun, weil der erste FC Köln nicht aufhörte, Fußball zu spielen. Jetzt aber im zweiten Durchgang ging es dann ähnlich weiter. 75. Minute, Marcel Risse mit dem 0:4. Nun waren auch die Fans etwas unzufrieden, aber hatten auch zum größeren Teil Verständnis für diese Pleite. 1:4 dann durch Steven Leverenz, immerhin der Ehrentreffer und das letzte Zweitligator für unbestimmte Zeit für die Gastgeber. Hier mal Timo Horn geschlagen, der nicht mehr rankommt an diesen Schuss. Aber das war noch nicht der Schlusspunkt, weil Johannes Geis auch gnadenlos war. Zum 5:1 in der 84. Minute den Ball einhämmerte. Loria also bei seinem Heimdebüt nach Verletzung fünfmal hinter sich greifend. Also Köln gewinnt 5:1 in Magdeburg. Greuther Fürth konnte sich ja am letzten Spieltag bereits retten. Für den FC St. Pauli ging es hier auch um nichts mehr. So machte Julian Green das 1:0 in der 29. Spielminute für die Gastgeber nach einem netten Kopfball, den er vernünftig setzt. Aber Robin Himmelmann hat sich da auch etwas verschätzt und kommt dann nicht mehr ran.
mit den Fingerspitzen. Kurz vor der Pause dann das 2:0 durch David Atanga. War auch schon das Ende in dieser Partie. Im zweiten Durchgang gab es kaum noch Highlights. Beide spielten auf Abwarten und dann passierte auch kein Tor mehr. Greuther Fürth gewinnt gegen den FC St. Pauli am 34. Spieltag mit 2:0. Der SSV Jahn Regensburg wollte zu Hause gewinnen und den Sandhäusern vielleicht nochmal ein bisschen was extra reindrücken, und zwar die Relegationsspiele. Dazu müsste hier Regensburg gewinnen und Ingolstadt müsste parallel ebenfalls gewinnen, und Regensburg machte das gut. Er erzielte dann in der 58. Minute auch das 2:0 durch Sagis Adamian, der am ersten Pfosten den Fuß hinhält, wird ja den Verein wohl in Richtung Sinsheim verlassen, zur TSG aus Hoffenheim wechseln, und Sandhausen kam nochmal dran in der 81. Nelmedin Dagfuß mit dem Anschlusstreffer zum 2:1, aber zu mehr reichte es nicht, und so war die Frage, was macht parallel der erste FC Heidenheim gegen Ingolstadt? Ingolstadt musste also gewinnen, um drin zu bleiben. Die Möglichkeit hatten sie, und so schoss auch Dario Lescano das 1:0 in der 20. Spielminute für die Schanzer, die hier in der Voith Arena durchaus ansehnlichen Fußball aufs Parkett brachten. Robert Andrich glich dann aber aus in der 59. Minute, lässt da Philipp Schauner mit einem schönen, wuchtigen Linksschuss aus kurzer Distanz keine Chance, auch wenn er nicht so platziert gewesen ist. Doch der FC Ingolstadt kam nochmal zurück. Pledel erst an die Latte, dann kann Teuerkauf das Ganze nicht klären. Stefan Kutschke mit dem Kopfball ins lange Eck. Und dann fällt er da hinten in Zeitlupe rein. Und es war in realer Geschwindigkeit ungefähr genauso langsam, zumindest gefühlt, für die Ingolstädter Fans. Und so retten sie sich dann durch den Patzer von Sandhausen in Regensburg. Der HSV bekam einen Strafstoß zugesprochen nach etwas mehr als einer gespielten Stunde, und dann gab es auch für Lukas Fröde die gelbe Karte und somit die Möglichkeit, ein versöhnliches Ende in dieser unglücklichen Saison herauszuspielen für die Rautenelf. Das taten sie dann auch, weil Pierre-Michel Lasogga in der 62. Minute den folgerichtigen Elfmeter verwandelte zum 1:0. Das bedeutete dann auch den Endstand. So richtig glücklich wird man natürlich in Hamburg nicht sein, aber immerhin einigermaßen zufriedenstellend beendet man dann doch noch diese Saison. Und somit war klar, dass Union hier 20:0 hätte verlieren müssen, um ja noch rauszurutschen aus dem sicheren Relegationsrang. Aber man hatte die Chance auf Platz 2. Dazu musste man selber gewinnen, und nach Rückstand durch Thomas Eisfeld ging man 5 Minuten vor dem Pausenpfiff zum Remis über, weil Grischa Prömel da stark in der Mitte bedient wird und Bandowski da enteilen konnte. Doch der VfL Bochum machte auch einiges richtig, für die ging es ja um nichts mehr und konnten daher befreit aufspielen. Dann machte Lukas Hinterseher in der 47. Spielminute das 2:1, und das war dann auch das Endresultat. Bedeutete also, dass der SC Paderborn sicher aufgestiegen ist, aber wie sie sich gegen Dresden geschlagen haben, schauen wir uns jetzt an. Durch Lukas Röser in der 3. Minute ging erstmal die Dynamos in Führung, und das brachte erstmal Druck auf den Kessel beim SC Paderborn, aber Baumgart betonte, dass es nur was zu gewinnen gäbe und Platz 3 dennoch ein riesiger Erfolg wäre. Schien die richtige Strategie gewesen zu sein. Paderborn spielte wirklich befreit auf und konnte dann vor der Pause sogar noch verdientermaßen zum 1:1 ausgleichen durch Philipp Clement in der 4. Minute der Nachspielzeit. Die war dann eben schon abgelaufen, aber dieser Angriff wurde noch durchgeführt und somit der Pausenstand von 1:1, wie auch in Bochum der Fall gewesen. 53. Minute dann Sven Michel mit dem 2:1, ein wunderbarer Schuss aus knapp 15, 16 Metern. Lester Schubert, Vertreter, Ersatzmann, vielleicht auch zukünftigen Nachfolger Vigas, keine Chance. Und in der 85. machte Philipp Clement dann alles klar für seinen SC Paderborn. 3:1 gewinnt der Sportclub hier im Rudolf-Habig-Stadion und sichert sich damit dann zum zweiten Mal den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga.
Ja, dann wollen wir noch einmal kurz schauen auf die Resultate. Links zu sehen und rechts die dazu passende Tabelle. Wer sich fragt, wo man das machen kann, das ist einfach Kicker-Tabellenrechner, müsst ihr bei Google eingeben und dann kommt ihr eigentlich auf diese Seite zur ersten, zweiten und dritten Liga und ja, eigentlich zu allen möglichen Ligen da. Ja, der SC Paderborn gewinnt, dadurch zweiter Platz. Union Berlin verliert, ist dann punktgleich mit dem HSV, aber der hat eben 19 Tore weniger oder die Tordifferenz von 19 schlechter. Dann gucken wir in den Tabellenkeller, denn da hat sich nochmal etwas getan. Der FC Ingolstadt mit dem 2:1 gegen Heidenheim wären sie auf Platz 15, weil Sandhausen hier in der Prognose verloren hat gegen Regensburg. Muss dann in die Relegation gegen den SVW Wiesbaden. Ja, das war's jetzt mit dieser Prognose. Es kommt jetzt einmal noch kurz die Gegenüberstellung von der ja, Tabelle, die aus der Prognose entstanden wäre. Und ja, da werfen wir mal einen Blick drauf. Und sehen, dass da der Hamburger SV an der Tabellenspitze steht, auch achtmal verloren hat. Also ist relativ eng da oben gewesen bei der Prognose. Rechts sehen wir dann einmal die Originaltabelle nach 33 Spieltagen. Wie sie nach 34 aussieht, weiß ich ja nicht. Das wird ja noch gespielt. Es ist relativ schwierig gewesen, auch für FIFA, zu sagen, wer denn am Ende wo steht. Man sieht, Paderborn ist beispielsweise um. Nee, pardon, Duisburg ist, das hier ein bisschen verschoben, sehe ich gerade. Aber Duisburg beispielsweise ist um 9 Plätze verschoben. Die stehen hier halt im Mittelfeld, sind aber in echt auf Platz 18. Regensburg ist komplett weit unten. Und da muss ich auch sagen, das tat mir teilweise echt leid für die Regensburger Fans, die sich das hier angeguckt haben. 18 Niederlagen mussten sie sich reinziehen. Ja, und das hatte halt mit der Realität häufig auch nichts zu tun. Naja, aber sie können ja froh sein, dass es in echt nicht so der Fall ist und sie da im sicheren oberen Tabellenmittelfeld stehen. Ja, ansonsten könnt ihr nochmal draufschauen. Und sonst soll es das gewesen sein mit diesem Video. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für die Aufmerksamkeit. Abonniert gerne diesen Kanal und lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefällt. Schaut noch die anderen Prognosen zur dritten und zweiten Liga an. Zur dritten und ersten Liga. Wir sind ja in der zweiten Liga. Und ja, sonst danke fürs Zuschauen. Es kommen jetzt in der Sommerpause ein paar andere Projekte, aber es kommt ja noch Champions League und so weiter und Relegation natürlich auch. Das soll es gewesen sein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.